Sebastian, vielen Dank, dass du uns fürs Interview zur Verfügung stehst. Ihr habt jetzt ganz knapp gegen den Tabellenführer verloren. Wie siehst du diese dramatische Schlussphase? Ja, natürlich schade. Wir haben uns schon was ausgerechnet auch. Hat sich ja bewahrheitet mit 6-7, denkbar knapp. Für die Zuschauer sicher ein sehr attraktives Spiel. Aber ich denke, bei uns stimmt die Richtung. Wir haben jetzt 3 Siege hintereinander gefeiert gegen den Tabellenführer. Wie gesagt, sehr, sehr knapp mit 6-7 verloren. Also die Richtung stimmt und dementsprechend bin ich ja zuversichtlich, dass wir zu Hause jetzt gegen Kessheim nachlegen werden. Ihr wart besonders bei diesen futsal-spezifischen Dingen sehr gut, bei den Standardsituationen und auch in der Schlussphase mit Flying Goalkeeper. Wie bereitet ihr euch auf solche Spiele vor? Das trainieren wir tatsächlich intensiv, also verschiedene Standardvarianten, das Flying Goalkeeper-Spiel mit und gegen den Ball. Das ist uns auch sehr wichtig. Wir sind eine sehr junge Mannschaft, wo viele eben bei uns auch nur Futsal spielen. Und dementsprechend haben wir einfach auch die Möglichkeiten, dass wir vielleicht spezifischer trainieren als manch anderer Verein in der Liga. Heute unsere Nummer 7, der Niki, hat ja toll aufgezeigt, Tore aufgelegt, Tore geschossen, 16 Jahre alt. Also wie gesagt, wir versuchen den Weg auch weiter so zu bestreiten. Sebastian, ihr habt relativ früh mit dem Flying Goalkeeper begonnen. Wie siehst du generell diese Schlussphase? Ja, natürlich äußerst spannend. Wir haben versucht, eben das umzusetzen, was wir können mit dem Flying Keeper, haben den LPSV auch vor Probleme gestellt, konnten damit den Ausgleich erzielen, sind dann wieder in Rückstand geraten, äußerst unglücklich. Und gerade in der Schlussphase, 30 Sekunden Verschluss, ist der Schuss von unserem Kapitän ja auch an die Stange gegangen. Also es hätte durchaus zu einem X reichen können, aber ja, man muss das jetzt so hinnehmen. Ich denke, die Fans sind vielleicht, die heute da waren, die werden sicher wiederkommen, weil ich glaube, das ist das, was Futsal auszeichnet, dass es eben auch bis zum Schluss spannend ist und für die Zuschauer einfach toll, so ein Spiel zu sehen. Euer nächster Gegner ist Inter Klessheim, der auf jeden Fall auch ein Titelfavorit ist und ihr empfangt die Salzburger in Graz. Was erwartest du von diesem Spiel? Ja, wie ich es bereits vorher gesagt habe, werden wir versuchen, genauso aufzutreten wie heute und wir werden sicher in dieses Spiel gehen, um es auch zu gewinnen. Wir haben das Hinspiel auch äußerst knapp mit 3-5 verloren, haben erst kurz vor Schluss den entscheidenden 5. Gegentreffer bekommen und das war auch lange auf Messerschneide. Und genauso wollen wir das Spiel auch zu Hause gestalten und das ist egal, wie stark der Gegner ist. Wir werden versuchen, unser Spiel durchzuziehen und am Ende wird man sehen, was rauskommt. Sebastian, vielen Dank für das Interview. Gerne, Stefan.